Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mit einem 100er Kapfratz. Nee, danke. Mit einem neuen Trick. Nicht Cheat, nicht Bug. Ja, Trick. Trick könnte man schon nennen. Und zwar. Oh, Event hat angefangen übrigens. Pikachu mit Glurak Mütze, glaube ich. Ihr seht hier. Hallo? So. Ihr seht hier alle Raids in der Umgebung. Ihr wisst, es gibt jetzt Fan-Raid-Pässe. Ich könnte jetzt jeden dieser Raids machen. Jetzt kommt der Trick. Ich mache jetzt einen Raid, oder ich kriege zumindest drauf, auf einen Raid, weil da ist nichts drauf, was ich gebrauchen kann. Hier ist ein Nocturne. Ich drücke jetzt auf einen Raid, der ist nicht in meinem Sichtfeld. Also all diese Raids, die Fan-Raids kann man nur machen mit Raids, die in eurem Sichtfeld sind. Der Trick ist, das geht nur, wenn man in dieser Arena sitzt. Das ist die Arena. Das ist die neue Arena, eine der vielen neuen Arenen hier in meiner Umgebung. Der einsame Stop mitten auf der Panzerwiese ist zur Arena geworden. Und da ist gerade ein Raid drauf. Nicht in meinem Sichtfeld, nicht in meiner Umgebung. Ist ein bisschen drüber, bisschen außerhalb nur. Und ich gehe jetzt da drauf. Raid im Gange, okay? Aber wie jeder weiß, ist es dann unten rechts bei den Raids. Das kennen wir ja schon. Dadurch konnte man damals oder bis vor kurzem oder immer noch Raids scouten. Und das ist jetzt hier unten angegeben. Ich gehe auf Anzeigen. Und tada! Ich könnte jetzt mit dem Fan-Raid-Pass kämpfen und diesen Raid machen, obwohl der nicht in meiner Umgebung, nicht in meinem Sichtfeld ist. Und anscheinend geht das bis zu 2 Kilometer. Also, jeder Raid auf einer Arena, wo ihr gerade sitzt, innerhalb von 2 Kilometern, die ihr aber nicht mehr im Sichtfeld habt, könnt ihr trotzdem mit dem Fan-Raid-Pass machen. Ja, das war so der Tipp. Ich hoffe, der ist wie immer hilfreich für euch. Keine Sorge, Tipps werden immer noch kommen, wenn ich irgendwas finde, was sonst keiner darüber ein Video machen würde, weil das grenzwertig ist. Auf mich könnt ihr trauen, auf mich könnt ihr bauen. Ich werde das immer noch machen, weil viele haben das Video von gestern falsch verstanden, wo sie denken, dass ich ja aufhöre mit Videos. Das nicht, aber ja, dazu kommt noch vielleicht ein separates Statement-Video. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wenn man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.